Herzlich willkommen zu einem neuen Kern-Tutorial, in dem wir uns gemeinsam das Ruderergometer anschauen. Hier bei uns in Saarlouis, ihr von Concept2, womit wir schon seit Jahren sehr zufrieden sind. Die zwei haben wir ja schon 5 Jahre, den haben wir mit dem Umzug dazugenommen. Da war nie was dran und ja, da haben teilweise Leute wirklich intensiv dran trainiert, ne? So Maschinen wie ich. Können wir wirklich empfehlen, keine bezahlte Werbung, aber in unseren Augen empfehlenswert. Ruderergometer ist für mich eine sehr, sehr schöne Ausdauervariante, weil wir eine Kombination aus Unterkörper- und Oberkörperergometer haben, was ja selten der Fall ist. Wir haben natürlich Bikes, wir haben Laufbänder, wir haben Skiergometer, aber das ist ja alles entweder Unter- oder Oberkörper. Deshalb ist für mich das Rudern persönlich fast sogar so ein Favorite, was Ausdauertraining angeht. Ganzkörpertraining, insbesondere natürlich als Herz-Kreislauf-Training gedacht, wobei ich natürlich auch muskulär-strukturelle Reize setzen kann über den entsprechenden Widerstand. Aber das schauen wir uns alles ganz entspannt zusammen an. Also zunächst mal, Sitz kann man nicht verstellen, ihr setzt euch einfach hin. Die erste Sache, die ihr dann einstellen könnt, ist die Fußposition. Man hebt die einfach hier vorne so ein bisschen raus und dann kann man diese Schalen nach oben schieben beziehungsweise nach unten. Und die sind auch in der Mitte nummeriert. Bei mir ist es die 3. Ich mache es ausnahmsweise fürs Video einmal barfuß, würde euch das aber fürs Training nicht empfehlen, weil ich euch kurz erklären möchte, wonach sich diese Einstellung richtet. Wenn ihr euren Fuß dann reinmacht mit dem Schuh und ihr zieht dann die Schlaufe fest, dann hätte ich sie gern so, dass sie unterhalb der Zehengelenke ist, weil ihr dann quasi, wenn ihr euch wieder ranzieht, dann zieht ihr ja die Zehenspitzen nach oben, um den Sitz wieder nach vorne zu nehmen. Und es ist einfach super unangenehm, wenn das so tief ist, dass dieser Riemen über dem kleinen Zeh oder sogar über den anderen Zehen ist. Also schaut, dass der Riemen ein bisschen unterhalb der Zehengelenke ist. Und dann stellt euch vor, das Ganze natürlich dann in einem Schuh. Zweite Einstellung, die es gibt, ist hier an der rechten Seite, ist einfach so ein Schieberegler, den man von unten nach oben verstellen kann, stufenlos, von 1 bis 10. Das ist der Widerstand. Also im Prinzip auf den ersten Blick relativ simpel. Einmal ganz kurz für die Nerds. Es gibt die Möglichkeit, sich einen Wert anzuschauen, also einen Widerstandswert. Dafür drückt ihr einfach auf irgendeine Taste, dann geht das Ding an. Dann könnt ihr bei mehr Optionen diesen Drag-Faktor anzeigen lassen. Da geht ihr einfach drauf, stellt den Hebel, wo auch immer ihr ihn haben wollt, in unserem Fall jetzt die 5, und macht ein paar Ruderzugbewegungen. Da reichen so 3, 4. Und dann seht ihr jetzt in diesem Fall einen Drag-Faktor von 128. Damit könnt ihr Einheiten vergleichen. Ihr könnt Ergometer vergleichen, was bei uns, habe ich ausprobiert, tatsächlich dann auch schon der Fall ist, weil die eben 5 Jahre alt sind und die viel genutzt wurden, muss ich hier, um denselben Drag-Faktor, also dieselbe Intensität zu fahren, den Widerstandshebel einen Ticken höher stellen als hier. So könntet ihr auch, wenn ihr in anderen Gyms trainiert und auf diesem Level seid, könntet ihr das vergleichen. Ganz ehrlich, bis dato nutzen wir das hier nicht. Also wir arbeiten einfach nur mit dem Schiebehebel, nur der Vollständigkeit halber, dass wir es mal gesehen haben. Also es gibt das. Aber wie jetzt schon gesagt, sonst einfach auf irgendeinen Knopf drücken müsstet ihr noch nicht mal. Aber dann habt ihr natürlich mehrere Optionen. Wir nutzen fast immer einfach Rudern. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, ein voreingestelltes Training zu machen, wenn ihr euch beispielsweise Intervalle direkt vorprogrammiert, Belastungszeiten, Pausenzeiten und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, die zu verbinden, was witzig ist, wenn man mit 2 Ruderergometern Rennen gegeneinander fährt, ist auch visuell unterlegt. Also man hat so kleine Bötchen, wo man noch sieht, wie weit der andere ist, ob man vorne ist und so. Das macht Spaß. Und die anderen Sachen, die sind eigentlich irrelevant. Also mit dem Speichern ist eigentlich nur interessant, wenn das euer Home-Trainer ist. Ja, bei den Mehroptionen könntet ihr auch noch beispielsweise einen Brustgurt koppeln, wenn ihr den Puls sehen wollt, solche Sachen. Aber in unserem Fall einfach rudern. Jetzt haben wir hier verschiedene Sachen, was ja weitestgehend selbsterklärend ist. Wir haben oben die Zeit, die fängt gleich dann an zu laufen. Wir haben die Schläge pro Minute. Und dann haben wir einen großen Wert. Den kann man bei Units kann man verschiedene Werte verstellen, von Watt, Kalorien pro Stunde. In meinen Augen am interessantesten ist eigentlich die durchschnittliche Zeit für 500 Meter, weil die setzt sich wiederum zusammen aus dem Widerstand und meiner Schlaghäufigkeit. Also je häufiger ich schlage bei einem entsprechenden Widerstand, desto schneller bin ich ja 500 Meter gefahren. Deshalb für mich persönlich eigentlich die Lieblingseinstellung, aber alle anderen sind auch okay. Dann jetzt zur Ausführung. Startposition.
wie schon gesagt, geht ihr mit den Füßen rein, zieht es ordentlich fest und dann der Griff sollte hier vorne dranhängen. Dementsprechend kommt ihr auch dran und greift bewusst relativ weit außen und so, dass ihr den Griff sauber quasi in diesem ersten Fingerglied drin hängen habt. Ne? Direkt einer der möglichen Fehler sieht so aus, dass man so ein bisschen zu weit rumgreift, ne? Was oft dann dazu führt, dass man zu stark aus dem Ellenbogen zieht. Also lasst es einfach ganz locker hier vorne im Finger hängen, weil die Hauptkraft soll ja aus den Beinen und aus dem Rumpf kommen. Jetzt haben wir eine Startposition, wo die Arme lang sind, sogar relativ entspannt, bis auf die Hand. Wir wollen das Schienbein in etwa senkrecht von der Seite gesehen und wollen einen gewissen Abstand zwischen Sitz und Schienbein, sodass der Oberkörper leicht nach vorne gekippt ist. Es gibt auch ein ganz einfaches Beispiel, wenn ihr das von der Seite filmen würdet. Stellt euch eine Uhr vor und stellt euch die Position 11 und 1 Uhr vor. Also quasi immer leicht nach vorne gekippt und dann leicht nach hinten gekippt. Und das sind die beiden Positionen, die wir auch an den jeweiligen Endpunkten der Übung haben wollen. Also Sitz ist ein bisschen weg, Schienbeine sind gerade, Arme sind lang, Oberkörper ist ein bisschen vor. Und dann kommt zuerst die sogenannte Parallelverschiebung, also ähnlich wie beim Weightlifting. Schiebt ihr quasi aus den Beinen den Oberkörper vor und am Ende legt er sich einen Ticken mit nach hinten. Versucht die Schultern nicht hoch zu ziehen, wie bei allen anderen Ruderbewegungen auch. Schultern bleiben unten hinten, relativ locker. Griff zieht in etwa Richtung Bauchnabel, ne? Und die Ellenbogen ganz normal eng am Körper vorbei, hinten zusammen. Ne? Und jetzt haben wir quasi diese, jetzt muss ich die Perspektive wechseln, bin ich jetzt auf 11 oder 1 Uhr? Jetzt haben wir 1 Uhr. Dann als allererstes Arme lang, Parallelverschiebung. Schienbein ist senkrecht, ne? Oberkörper ist leicht nach vorne gelehnt, Druck, Arme wieder ran, hier wollen wir hin. Ne? Immer dieser Wechsel 11 zu 1. Ne? Und dann, klar, es ist ein Ergometer, je mehr Druck ihr drauf gibt, da bekommt ihr auch direkt Feedback vom Gerät, wird es lauter, wird es interessanter. Und dann soll das in etwa so aussehen. Jetzt von den Werten. Metakalorien und sowas ist ja alles klar. Ein Wert, der immer interessant ist, sind die Schläge pro Minute, also wie häufig schlage ich. Wir empfehlen uns immer zwischen 20 und 30 Schlägen zu orientieren. Das waren jetzt 25. Das war für mich ein ganz normaler Durchschnittswert. Wenn man kürzere, intensivere Einheiten macht, beispielsweise in Intervallen, dann kann das auch gerne mal Richtung 30 gehen. Und wenn das lockere, längere Einheiten sind, dann gehen wir da auch gern mal eher so Richtung 20. Also irgendwo zwischen 20 und 30 würde ich mich bewegen. Und das ist ja auch dann schon so der Übergang zu den möglichen Fehlerbildern. Also eins ist die Schlaghäufigkeit, die dann entweder zu langsam, zu schnell, zu hektisch ist. Der zweite Fehler hatten wir gerade eben schon ganz kurz angesprochen. Im Weightlifting nennt man das ja Early Pulling, also dass ich, wenn ich in der Startposition bin, zu früh quasi aus dem Arm mitziehe, ne? Was zwei negative Effekte hat. Zum einen ist die Armmuskulatur nicht nur bei mir, sondern standardmäßig einfach deutlich kleiner als die Beinmuskulatur, hat dementsprechend weniger Power. Also je mehr ihr aus den Armen zieht, frühzeitig, desto früher werden diese müde, ne? Und desto weniger Leistung könnt ihr am Ende des Tages bringen. Und das andere ist so ein gewisses Risiko, wenn ihr aus den Armen zieht, dass ihr ähnlich wie bei allen Ruderbewegungen die Schultern ein bisschen kommen lässt, ihr hier zu stark reinkommt, was eventuell dazu führt, dass ihr nach der Übung im oberen Rücken, im Schulter-Nackenbereich irgendwie Probleme habt. Das ist ein Fehlerbild, was wir nicht sehen wollen. Ein weiteres Fehlerbild, was wir nicht wollen, ist, wenn ihr vorne seid, die Schienbeine sind parallel, dass sich dann diese Lücke schließt. Also dass dann zuerst der Oberkörper nach hinten kommt und ihr dann euch quasi nachschiebt. Ne? Quasi sowas. Ne? Also achtet unten auf den Sitz. Wenn sich der Sitz und die Fersen fast schon berühren, ne? Das ist ein Fehlerbild, was wir nicht haben wollen, was auch wieder ineffizient ist. Also ihr nutzt ganz einfach die Hamstrings, den unteren Rücken nicht so optimal. Ihr habt Probleme mit den Knien, dass ihr eventuell mit dem Griff nicht sauber am Knie vorbeikommt, was auch wieder ineffizient ist. Dementsprechend haltet diesen Abstand. Drittes Fehlerbild ist dann auf dem Weg nach vorne auch wieder ein Problem mit den Knien. Wenn ihr jetzt hier zuerst nach vorne kommt, dann müsst ihr mit dem Griff um das Bein rum. Was ineffektiv ist und was euch auch
eventuell sogar Probleme machen wird. Also achtet darauf, dass zuerst der Arm lang wird, dann kommt der Sitz vor, dann seid ihr wieder in der 11 Uhr Position, dann drückt ihr euch weg und kommt dann wieder in die 1 Uhr Position. Arme zuerst lang, dann in die 1 Uhr Position. Das ist auch für mich, ist das so dieser kurze Moment, wo die Arme so ein bisschen wirklich entspannen können. Die Finger sind dann relativ locker, bevor dann wieder Druck über die Beine kommt. Ja, so viel dazu. Von den Trainingsformen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Intervalle sind natürlich prädestiniert. Ne? Wenn ihr lockere Einheiten macht, dann schaut wirklich, dass ihr mit dem Widerstand relativ niedrig bleibt. Also bei diesem Drag-Faktor wird, glaube ich, empfohlen, irgendwas zwischen 100 und 140, was sich oft relativ leicht anfühlt, damit ihr wirklich auch ein Herz-Kreislauf-Training habt, dass ihr nicht nach 8 oder 10 Minuten merkt, euch gehen einfach die Beine zu oder die Arme und dann ist Feierabend, sondern der limitierende Faktor soll ja das Herz-Kreislauf-System sein. Also für reine Ausdauereinheiten eher mit dem Widerstand dann ein bisschen runtergehen und dann ist da quasi der Kreativität keine Grenze gesetzt. Von 5 Kilometer, was so eine Distanz ist, die man mal machen kann, bis hin zu, es gibt auch Cracks, die Richtung Marathon, also Richtung 40 Kilometer rudern. Also da kann man eigentlich machen, was man will.